Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Richtig, aber wir sind auf der Hexenwacht. Und es gehen seltsame Dinge vor. Es gehen wirklich seltsame Dinge vor. Else ist auf die Hexenwacht geflohen. Das heißt, sie hat sich erstmal im Zug gesetzt und erstmal aus Hundsgrab abgehauen. Die richtige Else. Es gibt nämlich noch eine falsche Else, was wir feststellen mussten. Das ist die schweigsame Tante, die den Schmied Ferobald Eisenbieger aus... Hundsgraber Bote. Ah, hier ist... Ah, hier, genau. Das ist die Mini-Redaktion vom Hundsgraber Boten. Zaudern wieder von... Hier sind sogar schon einige Schlagzeilen. Okay. Aber das interessiert uns momentan eher weniger. Das heißt, der Bote ist natürlich immer noch ein aktuelles Thema. Aber wir gehen jetzt mal hier raus. Wo geht's denn hier raus da? wir müssen mal gucken... Ich nehme mal das Schwert, nehme ich mal lieber aus der Hand. Wir haben den ganzen Krust mitgenommen, das ist eigentlich ein bisschen blöd. Aber egal, vielleicht können wir den hier an den Mann bringen. Wir müssen mal gucken, ob es hier genauso läuft, hier in auf der Hexenwacht. Da ist schon der erste Bürger. Ihr wundert euch wahrscheinlich schon seit Urzeiten, warum viele gleich aussehen, ne? Die da sieht zum Beispiel aus wie Ilse Bilse. Der da sieht aus wie, ne? Ihr wisst schon. Und ja, das ist einfach, in der Minecraft-Welt gibt es viel mehr Zwillinge. Es ist mindestens 10-mal so viel Zwillinge wie bei uns auf der Welt, also auf der anderen Welt, von der ich schon mal gehört habe. Naja, Professor Dr. Runstein hat zum Beispiel hier gerade 2 Zwillinge, die aber beide nicht Professor Dr. Runstein sind. Bei Ingolinde weiß man natürlich nicht. Was? Psst. Ah ja. Ingolinde, du bist es. Ich dachte, du wärst ein Zwillingsbruder von dir. Nein, nein, okay, du bist der wahre Ingolinde. Ja, was geht denn hier vor? Wie ist denn hier die Stimmung? Auch sehr schlecht gegen... Oh, ruhig. Lass es mal woanders hingehen, oder? Da unten ist einer. Also auch sehr schlecht. Der eiserne Kerl bewacht dich. Okay, der ist abgestellt für dich. Okay, alles klar. Also hier ist auch die Stimmung sehr schlecht gegen Zordern und auch gegen mich. Es gibt hier wahrscheinlich auch Doppelgänger. Was? Ja, es gibt Doppelgänger höchstwahrscheinlich. Du musst mal, wir müssen darüber reden. Komm dann nach Hundsgrab, wir müssen eine Strategie entwerfen mit dem, ja, auch die eisernen Kerle, ne? Also ganz vorsichtig sein, nichts preisgeben. Aber ihr könnt ja eh nichts preisgeben, wenn der Mund zugelagert ist. Du brauchst nicht gleich eingeschnappt sein. Du musst ja nicht gleich eingeschnappt sein, oder? Also, reiß mal zurück nach Hundsgrab und ich gucke mich hier mal ein bisschen um. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die mich gerade nicht mögen. Pass mal auf, Spinnenauge weg, Bett weg. Ich kann die ganze Zeit mit dem Bett in der Hand rumlaufen. Wie sieht denn das aus? Können wir hier nicht noch irgendwas übereinander legen? Eher nicht. Ja, ich habe die ganzen aus Schreck habe ich die ganzen Baumaterialien mit. Wir treffen uns hier wieder. Warte hier erstmal. hier schon, den haben sie wahrscheinlich im Boden gestampft. Was ist denn los, eiserner Kerl? Bist du im Boden gestampft? Ich helfe dir mal raus. So. Geht nicht. Kann ihn nicht raushelfen. Kann wahrscheinlich nur der Zordern. Aha. Okay, also alles friedlich soweit. Ich will jetzt hier gar nicht groß rumrennen. Aber ich will mal sehen, dass ich mit einigen Bürgern spreche. Was die denn so davon halten. Was, hier sind ganz viele. Ich höre die alle. Sind die alle hier in einem Haus drin? Oder unten auf dem Markt? Kann natürlich auch sein, am Hafen. Sieht erstmal alles friedlich aus. Else ist irgendwo oben auf der auf der Hexenwacht jetzt, auf Borg Hexenwacht. Die habe ich da erstmal in, den Schlüssel gegeben und in ein Zimmer gehen lassen. Da von uns, ne? Von uns Helden. Ah, jetzt alles friedlich. Alles friedlich soweit. Ha. Der Nico B. Ich höre überall Türen klappen, aber die verstecken sich anscheinend von mir. Der einzige, den ich jetzt getroffen habe, war Ingolinde. Ist ja merkwürdig. Hier irgendwer anwesend? Nö, hier geht es sowieso nicht weiter. Wir müssen mal weiter in den Stadtkern vordringen. Also wir haben einiges in Erfahrung bringen können. Es gibt anscheinend irgendwelche Zwillinge von unseren altbekannten Dorfbewohnern, die sich ganz merkwürdig verhalten. Und ich schätze auch mal, ich gehe mal hier rein. Was haben wir denn hier? Die Hanse. Die Hanse, Hafenmeisterei natürlich, klar. Hier ist auch die Post. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. In der Kiste gefangen. Hier in der. Die ist leer. Soll ich den dann mal befreien? Werd nicht da reingesperrt. So. Befreit. Bitte. Sie können gehen. Ja, du weißt nicht, wer dich in die Kiste gesperrt. Och, halb im, ne?
halb im Stein hier drin. Ja, das ist deine Frau und die wurde von einem... Aha, der aussah wie Tim in diese Kiste gesperrt. Das ist ja schrecklich. Das ist ja wirklich schrecklich. Ja, da müssen wir dir mal helfen. Ich muss dich da aus dem Stein auch noch rausholen. Warte, wir machen das mal. So, alles gut? Jetzt müsste es eigentlich gehen können. Sie können jetzt gehen. Ich packe die Kiste mal. Oh Gott, ich bringe hier alles durcheinander. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich packe die Kiste jetzt mal. Hier steht schon Blumentopf. Alles vollgerumpelt hier. Geh doch jetzt einfach. Pass auf. Schön über die Schulter geschlagen. So, jetzt kannst du raus. Siehst du, bist du wieder frei. Was, du wohnst hier? Okay, das tut mir natürlich ein bisschen leid auch. Ja, aber irgendwie hat sie tatsächlich in diese Kiste gesperrt. Das ist ja eine Unverschämtheit. Ja. Auch schon eine neue Mitarbeiterin da. Aber was ist... Ja, hier gibt es ziemlich viel schlechte Stimmung gegen uns und auch gegen Zordan. Wo denn? Besonders unter der Priesterschaft. Okay, dann gucken wir mal, ob wir einen Priester finden. Also ein paar Priester hier und die wettern ganz schön gegen Zordan. Sie sagen, er kümmert sich nicht mehr. Ja, ich gucke mal. Aber ihr arbeitet ja hier in der Hanse, ne? Also ihr könnt... Ihr passt auf, ne? Gott, ich weiß gar nicht, was ich denen sagen soll, den Menschen. Ich habe das Fenster kaputt gemacht. Aber ich habe noch ganz viele Zäune hinten im Haus. Also, kannst behalten. Alles gut. Eieieiei. Die Priester hier, besonders auf der Hexenwacht, treiben gegen Zordan und gegen mich und überhaupt gegen alle vom Bund des Drei-Elben-Landes. Ingolinde ist weg. Hier ist ein Schmied. Hi. Du bist kein Schmied, du bist nur Hilfsarbeiter, ja. Was? Ja, ich lass mich auch mal wieder blicken. Oh, ah, da ist einer. Ja, ich bin auch mal wieder da. Was? Was soll denn das heißen? Was heißt hier treulose Tomate? Das gibt's ja wohl nicht. Ja, genau wie Zordan? Nein, Zordan ist auf Reisen. Der ist in Neugedung und baut da eine Festung gegen die unbekannten Herrscher. Und davor war er im Sumpf und hat da gebaut. Häuser für die Armen. Also der kümmert sich schon noch um euch. Was? Du darfst nicht so laut reden, wenn der Priester in der Nähe ist? Da ist er. Da hinten, da sind zwei und der... Ah, da ist... Das scheint doch hier so eine Gruppe zu sein. Da... wo ist er hin? Verdammt. Ah, hier die Oma. Pass mal auf. Das haben wir gleich. Hier kommt jetzt einmal keiner mehr raus. Zack. Dieses Haus ist gesperrt. Ja, ich habe das Haus gesperrt. Da sind die drinnen, ne? Natürlich in der Hundskaper Botschaft. Klar, natürlich. Okay. Ja, die haben wir... Ja. Ja, Hackenbei. Das sind die Treiber? Die da drinnen? Okay. Ja, ich sehe schon zwei Priester. Ja, ja. Ja, ja, ich musste die jetzt einsperren. Das hat also schon seinen Sinn. Ich werde eurem Herrn, dem guten Zordan, davon berichten, dass ich hier eine Gruppe von Hetzern und Treibern festgesetzt habe. In der Hundsgrauber Botschaft. Alle anderen? Soweit okay? Wir haben Glück gehabt. Die haben sich da gerade getroffen. In der Hundsgrauber Botschaft. Das ist ein Riesenvorteil. Gibt es einen Hinterausgang, den ich noch absperren muss? Muss mal gucken. Wir müssen gucken, ob es noch einen Hinterausgang gibt. Ein Glücksfall, meine lieben tapferen Freunde. Vielleicht ein großer Erfolg im Kampf gegen die... im Kampf gegen... Ja... Vielleicht den Kult. Wir wissen es nicht so genau. Vielleicht den Kult. Da hinten ist Ingo. Ich muss ihm sagen, er soll auf die aufpassen. Ingo. Ich habe die festgesetzt. Ja, die falschen Leute. Die habe ich festgesetzt hinten in der Hundsgrauber Botschaft. Wirf da mal ein Auge drauf. Pass mal auf, dass die da nicht rauskommen. Gibt es da noch einen Hinterausgang? Weißt du nicht? Was bist du für ein Geheimagent, Ingo? Ja, du hast die Lizenz zum Töten. Ich weiß. Also, Freunde. Wir haben ein paar... von falsche Bürger hier festgesetzt. Ja, pass mal auf, dass die hier nicht rausgehen. Können sie nicht? Ich denke auch, das können sie nicht. Außer sie springen von da oben runter. Okay. Das ist gut, wir haben die in der Botschaft festgesetzt. Sehr gut. Also, Ingo, die sind in der Botschaft. Pass auf die auf. Ich muss zurück nach Hundsgrab. Okay, wir haben... Oh, sonst scheint hier alles in Ordnung zu sein, wollte ich gerade sagen. Bett haben wir Gott sei Dank dabei. Mal sehen, ob ich schlafen kann bei dem lauten Gebömmel. Ich gehe mal hier in eine Nebengasse. Hier unter die Bäume schlafe ich hier. Also, Zordan, sonst ist auf Hexenmacht alles okay. Und ich habe...
das Chat nicht ausgeschaltet. Das ist die einzige schlechte Nachricht, Zordan. Ich habe das Chat nicht deaktiviert. Aber sonst ist alles okay. So, Freunde, jetzt aber schnell zurück nach Hunsgrab. Würde ich sagen, wir haben einen großen Schlag durch Zufall natürlich. Ich muss sagen, da war das Glück auch im Spiel, dass die gerade alle in der Botschaft waren. Da haben wir echt Glück gehabt. Jetzt können wir die Abenteuermusik mal wieder ausschalten. Moment. Ah ja. Hui, die Hexenwacht. Das ist schon beeindruckend, ne? Ist schon ein beeindruckendes Bauwerk. Gerade hier dieses Haupthaus mit dem Turm daneben. Absolut grandios. Aber jetzt schnell zurück nach Hunsgrab. Hui, das war ein Glücksfall für uns. Das war echt ein Glücksgriff. Dass die gerade ein Treffen hatten. Also die treffen sich auch. Und dann noch Unverschämtheit in der Hunsgraber Botschaft. Also wenn wir da was zu können. Die anderen Bürger haben zwar jetzt auch schon ein bisschen ihre Meinung, die wurden natürlich beeinflusst von den falschen Bürgern, ne? Nennen wir sie mal die falschen 50er. Ja, hier ist die Zolltür. Der Sumpf. Unendliche Matsche. Wir befinden uns in einer schleimigen Zukunft. Dies sind die Abenteuer von Captain Schlumbum, der eine Schleimspur durch den ganzen Sumpf zieht. Nein. Ach, guck mal da hinten. Wisst ihr noch? Unsere Sumpfherberge. Ja, hier wird es auch weitergehen. Aber jetzt haben wir natürlich erstmal ganz andere Sachen im Kopf. Ganz andere Dinge, die getan werden müssen. Und ihr wisst ja, ne? Getan ist getan ist getan. Und was mit euch hier? Habt ihr euch hier schon mal angesiedelt so ein bisschen? Fällt's euch hier im Sumpf? Ja, bleibt mal lieber im Sumpf. Hier ist momentan wenigstens keimfreie Zone, was? Merkwürdige Gestalten treiben sich hier rum. Ja, Creeper und so. Ach, Moment, wir hatten ja auch einen Gang gefunden. Wir fahren mal zurück nach Hunsgrab. Hier ist gerade eine Lore. Nicht, dass sie noch von irgendwelchen Dorfbewohnern benutzt wird. Aber wir hatten ja auch einen Ausgang gefunden, der in den Sumpf führt. Wisst ihr noch? Könnt ihr euch noch erinnern, damals, vor ein paar Folgen, als ich einfach mal, diese Zentrale in Hunsgrab gefunden habe, die Bürgerzentrale. Vielleicht sind da jetzt auch welche drin, dann müssen wir die auch festsetzen. Wir müssen den Gang auf jeden Fall hinten zumachen. Den Ausgang, ob wir diesen geheimen Ausgang wiederfinden. Vielleicht können wir die auf frischer Tat erwischen, wenn wir durch den geheimen Ausgang reingehen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Da müsste ich allerdings genau hier aussteigen, oder? Nee, ich glaube, ich kann da vorne auch noch aussteigen. Das ist ein relativ kurzer Tunnel hier. Ja, wir sind dem Verbrechen auf der Spur. So wird die Folge heute heißen. Dem Verbrechen auf der Spur ist viel zu lang für einen Titel. So wird die Folge heute aber nicht heißen. zack, wir steigen hier aus. Die Bahn kann weiterfahren. Ich glaube, hier irgendwo war das, ne? Ah, gut. Sehr gute Orientierung. Wir haben hier auch direkte Bahnverbindung. Ich mauer das mal zu hier. So. Dann können Sie hier schon mal immer noch an einen Cobblestone zugemauert. Ich fackel dabei. Ich habe einen riesen Schmacht und kaum was zu essen. Also Elsa ist im Exil auf der Hexenwacht. Täter sind erstmal festgesetzt auf der Hexenwacht. Das heißt, die Hexenwacht zumindest ist erstmal sicher. Die ist erstmal sicher. Ich hoffe, ich finde jetzt den Weg zurück. Ja, ich glaube, ich bin richtig. Einfach geradeaus. Und hier sind irgendwelche Dorfbewohner drüber. Naja. Ups. Jetzt aber. Ja, Freunde. Und jetzt ganz leise sein. Anschleichen. Schwert in die Hand. Nee. Keiner da. Alle ausgeflogen, die Vögel. Hier haben sie auch sämtliche Türen zugemauert und Fenster mit Rollläden versehen. Ah, schutzlos seid ihr ausgeliefert. Oh, hatte ich vergessen. Alle geflohen, wie? Vielleicht hier oben auf dem Dach? Dass wir hier irgendwelche Typen sehen, die damit zusammenhängen, zu tun haben könnten. Aber ich würde sagen, wir versuchen erstmal rauszukriegen. Vielleicht kriegen wir über die Gefangenen jetzt auf Borg Hexenwacht. Vielleicht kriegen wir über die was raus. Vielleicht können wir auch irgendwas rausfinden, woran man die erkennt. Die falschen und die richtigen. ITV. Wir gehen erstmal zurück zur Baustelle von unserem Boten. Weil ich glaube. Ja, ist doch gut. Hier sind schon überall wieder die Steine rausgeklaut worden. Wir müssen es echt mal besser absichern. Warte mal, ich gucke mal. Ja, ich weiß, ihr seid da drinnen, ne? So, dann gucken wir noch mal, wer hier alles zu Hause ist gerade.
Wir haben keine Schaufel dabei, nehmen wir das Bett. Geht auch. Okay, hier mal lieber... Ne, lass mal auf. Hallo. Ich bin's, Opa Zeron. Hier ist ja alles hell. Oh, weil. Du kommst hier nicht durch. Haha. Da kommt ein Mini-Zombie. Oh, das ist schlecht. Da machen wir lieber zu. Du warst das, ne? Du warst das. Du und deinesgleichen. Noch einer. Ist hier ein Nest? Die können alle nur noch von rechts kommen, weil da hinten riesige Löcher in den Wänden sind. Klar, weil die Endermänner sich da oben... na, hast du es endlich geschafft? und noch einmal. Pam. Ja, die Lebern können wir nicht mitnehmen, aber die Punkte zumindest. Es ist viel zu hell. Oh wei. Mal kurz einen Ausflug in den Heldenberg. So, da hinten ist auch noch ein Creeper. Guckt euch das an, wie hell das hier drin geworden ist. Müssen nur aufpassen, dass uns keiner von hinten anfällt. Hallo, Creepermann. Ich möchte mal wissen, wie das klappen soll mit den Creepern in der neuen 1.9er Version. Das kann ich mir schlecht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, da oben können wir es zumachen, aber ich glaube, es gefällt mir gerade ganz gut, dass es hier so dunkel ist. Ja, ich glaube, es gefällt mir gerade ganz gut. Erstmal wieder raus, Klaus. Und zurück zur Baustelle, wie versprochen. Aber ein bisschen Zeitvertreib muss ja auch sein. Im Heldenberg mal ganz kurz ein paar Monster abgeschlachtet. Aggressionsbewältigung nennt man sowas auch. Ja, Freunde. Also, wir haben wichtige Informationen gekriegt in dieser Folge. Psst. Guten Tag. Zeitung abonnieren. Ja, das dauert noch ein bisschen. Mir ist gerade eine Idee gekommen. Die Leute, die hier Zeitung abonnieren wollen, die sind da bestimmt nicht, die gehören bestimmt nicht dazu. Was, ihr wollt alle Zeitung abonnieren? Ja, ich arbeite mit Hochdruck. Ich arbeite wirklich mit Hochdruck an der Zeitung. Juhu, juhu, Hochdruck, Hochdruck. Hochdruckreiniger gibt's hier bei Eisenkar. Ja, genau. Oh, hier ist richtig was los. Am Heldenberg. Hier ist gar schon... Ja, hier ist, das hatte ich noch gar nicht gezeigt, das ist die Hundskrabber Nachrichtensäule, aber ich möchte die anders nennen. Ich möchte die nennen Hundskrabber Bürgersäule. Nicht weil da Bürger angeschlagen werden, aber weil die für die Bürger ist. Hundskrabber. Oder Bürger, ja. Oder, naja, Hundsgraber, Nachrichtensäule, Hundsgraber, Nachrichtensäule, oder? Doch, Nachrichtensäule. Nachrichtensäule. Säule. Kommt das von Sau? Ah, Gott. Hundskrabber Nachrichtensäule ist hier. Und ihr seht schon, hier sind Türen unter. Das heißt, wir werden hier einen neuen kleinen Dorfkern errichten. Das nur ganz nebenbei am Rande der Bande sozusagen. Wir machen jetzt weiter. Wir machen es tatsächlich weiter. Das ist die Eilpost. Die kommt natürlich dann ins Büro rein. Und hier ist die Spende vom Clan der Stahläxte. Na, das ist der Clan von Asgars, Asgar sei schon, von Fasgard. Vielen Dank, lieber Clan der stellenden Äxte. Kisten nehmen wir mal weg und Schilder. Okay, noch eine Papierlieferung. Ja, die kommt dann runter in den Keller, genau. Jetzt müssen wir langsam mal weitermachen hier. Arg. Das Buch lassen wir erstmal, die Kisten nehmen wir auch mal weg. So, dann lagern wir hier ein bisschen was ab. Wir haben hier nur eine Kiste. Ist ein bisschen plätt eigentlich. So, machen wir mal so. Was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen, glaube ich, glatten Sandstein. Genau. Das Buch kommt mal hier rein. Die kommt dazu, da. Und so. Und warum habe ich das Auge wieder mitgenommen? Gut, dass wir Ingo Linde haben. Der jetzt... Ah, ne, die beiden nehmen wir mal mit. Aber die Zäune brauchen wir erstmal nicht. Ja, Fackeln kann man immer gebrauchen. Okay. Und hier hinten haben wir die Kisten vom Fasgard. Das Material, was er angeschafft hat. Er war sozusagen einschaffen. Hier haben wir noch glatten Sandstein. Wir brauchen aber auch ein bisschen noch... Hier so ein bisschen Papier, Pflanzennahrung, okay. Erze. Alles Einzelkisten.
Hier ist das ganze Papier, das ist gut. Davon können wir natürlich dann noch viel gebrauchen, weil wenn die Zeitung erstmal in Druck geht, dann geht es aber mit dem Ruck in Druck. So, wir brauchen auf jeden Fall noch hiervon, passt mal auf. Zack, wir brauchen auf jeden Fall noch behauene Säulen, die sind sehr teuer, aber ne, ist ja auch nicht so ohne. Und ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende, es wird gerade dunkel, naja. Dann geht's in der nächsten Folge tatsächlich hier weiter. Und ich schicke jetzt mit der Pegasus gleich noch eine Botschaft an den Zordern, dass bei ihnen alles in Ordnung ist und dass ich die, die falschen Dorfbewohner festgesetzt habe. Und weiteres erkläre ich ihnen dann, wenn er wieder zu Hause ist. Er braucht sich auf jeden Fall momentan erstmal um die Hexenwacht keine Sorgen machen. In Hunsgrab sieht das anders aus. Hier können sie überall sein. Können sie überall sein. Da hatten wir nicht so ein Glück, so eine Versammlung von denen, ja, zu stören, sozusagen. Also, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft. Und auf Wiedersehen. Bis morgen.